Kanzler, wie geht es Ihnen damit, dass Sie immer noch ein Verschwörungstheoretiker sind, in Anführungszeichen, laut Wikipedia-Eintrag? Ja, ich lasse mich einfach nicht von anderen definieren, das ist ganz wichtig. Aber also ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher, ich bin Energieexperte, ich bin nicht Verschwörungstheoretiker. Und das weiß ich so tief in mir drin, dass es mich nicht verändert, wenn jemand anderes was sagt. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Versuch von Wikipedia eben der ist, dass man versucht, die Reputation eines Forschers zu zerschlagen. Und die Reputation ist mir sehr, sehr wichtig, das ist ja klar, weil ich sitze jahrelang an so einem Buch. Oder ich recherchiere mit sehr viel Passion, mit sehr viel Einsatz, und wenn dann das einfach in den Dreck gezogen wird, dann ärgert mich das schon. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ein tolles Umfeld, also meine Frau und meine Freunde, die sagen, komm, vergiss doch Wikipedia. Und dann denke ich wieder, ja, stimmt, vergesse ich. Und dann kommt wieder ein Mail, jemand sagt, ja, aber auf Wikipedia sind Sie so schlecht dargestellt und Ihr Buch ist so gut. Und dann sage ich, dann passiert es mir, dann klicke ich wieder rein, ob es immer noch drin steht. Dann steht es noch drin und dann habe ich 5 Sekunden down und dann geht es wieder weiter. Also es ist, man muss wirklich lernen, damit umzugehen. Also die Themen, die ich ausgesucht habe, Krieg, Terror, verdeckte Kriegsführung, vor allem verdeckte Operationen, das muss ich mir auch selber zuschreiben, da hätte ich vielleicht lieber über Schweizer Burgen im Mittelalter. Das interessiert mich nicht.